bevor ich das jetzt niederschreibe, weil ich niederschreiben will, muss ich noch einmal da rein. Da. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin, glaube ich, kurz davor, Höchstnote zu verteilen. Aber wie ist denn hier eigentlich das Bewertungsszenario und was machen wir genau? Pass auf, kurze Erklärung, kurze Schilderung des Bewertungssystems. Wir haben drei verschiedene Sorten Frikandeln zum Tasten heute. Das nennt sich bei uns Frikandel Nummer 1, Frikandel Nummer 2, Frikandel Nummer 3. Kann ich einen Stift haben, dass ich Frikandel 1, 2 und 3 auf die richtigen Packungen schreiben kann? In Kombination dazu tasten wir Remo 1, Remo 2, Remo 3 und Remo 4. Ist das Remu oder Remo? Remu. Remu. Ganz klare Sache, Remu. Remu. Also, ich Remu zwar ist, ist der Clan. Ich habe zwar so ein richtig krasses Hackebeil, aber das ist so unfassbar stumpf. Habe ich mir schon gedacht, wo dann reinholt. Richtig schön draufhämmern. Das sieht wieder nur gut aus und kann nichts. So, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stücke für euch. Ihr seid. Alter, wir brauchen 5 Leute. Wir brauchen 5 mal 4 Stücke. Von was jetzt? Also wir haben jetzt 4 Remus und die eine Frikandel und wir machen jetzt, jeder macht die Frikandel Nummer 1 mit alle 4 Remus drauf. Gang Nummer 1, wie du schon richtig erkannt hast, wird die Frikandel Nummer 1 4 verschiedene Söschen bereichen. Und die bewerten wir von 0, von 1 bis 10. Ganz genau. Dürfen wir wieder jeden... Mit Dezimalzahlen und auch Doppelnennung möglich. Doppelnennung möglich. Ja. Okay. Ich wollte euch ja nicht überfordern, so wie letztes Mal. Das war letztes Mal schon... Doch. Zum Verständnis. Gang Nummer 1. Das ist unsere... So sieht das Szenario aus. So sieht das Szenario aus. Und wer richtig da wird bewertet. Gang Nummer 2. Frikandel Nummer 2. Felix, wieder an 4 verschiedene Remus gereicht. Ja, gleich. Aber immer die gleichen. Immer die gleichen Remus, ja. Aber verschiedene Frikandeln. Das heißt also, verpulvert euer Stoff nicht direkt bei Frikandel Nummer 1. Genau. Und welchen Stoff? Punktevergabestoff. Also. Geht nur bis 10. Was ihr machen könnt natürlich bei der ersten Bewertung ist, euch schon mal einen Remu-Favorit quasi im Hinterkopf merken. Oh. Ja, den habe ich schon im Hinterkopf. Ich habe einen kleinen Teller. Ah nee, wir wissen ja nicht, welche Watt kommt. Hier geht es jetzt wirklich um alles. Auf jeden Fall. Also wir im Büro vernichten wir wirklich, wenn wir jetzt, wenn wir sagen wir mal, wir hätten 5 Bürotage die Woche, würden 5-mal selber kochen, dann wären locker 3 Tuben würden draufgehen. Wenn wir wirklich jeden Tag durchziehen würden, zu viert im Büro, 2 bis 3 Remus. Remu-Tuben. Wer ist der größte Remu-Killer? Du bestimmt, ne? Ich trinke sie halt wirklich einfach so. Ja, das stimmt schon. Also bei Jan ist halt auch ab und zu mal so ein Nachtisch. Ein Snack. So einen Schluck. Das ist oft, auch wenn ihr nicht guckt, wenn ich mal hochgehe oder was in der Küche dann, und einen Snack sucht, dann wird sich ein bisschen Remo eingegossen. Aber aufs richtige Essen könnte bei mir tatsächlich ein bisschen mehr sein. Ne? Ja, da ist Jaspek ist nämlich nicht mehr zimperlich. Die du kennst sie ja. Ich sehe sie jetzt. Und ich sortiere meine. Dann muss ich mich auf dich verlassen. Ja, klar. Ich würde mir jetzt quasi die erste Frikandel in der Hand klemmen und auf eine gehen. Ich muss ja bewerten. Wenn jetzt ist der Klecks jetzt hier, ist das jetzt Remo 1? Oder das können wir noch gemeinsam festlegen. Wir zählen von rechts nach links. Also 1, 2, 3, 4. Sag ich ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Ist das gut? Ja, so, bon Appetit, meine Lieben. Eins. Alle in 1 jetzt. Alle ist egal wie, ne? Mal. Kurz einmal, geht es jetzt auch gleich rum zu sagen, was die beste Frikandel ist, weil wir essen immer Soße dabei. Das Gesamtpaket. Ist die Kombination. Ja, die kann man ja. Es geht um die beste Kombination. Ich sag mal so, der Kai hat genug Frikandeln, dass ihr die auch clean probieren könnt. Was für was? Dass ihr die clean probieren könnt. Vielleicht macht ja die Frikandel auch den Remouladengeschmack kaputt. Und das ist richtig. Derzeit mache ich schon mal Portionen. Schreib sie nicht direkt auf. Mal alle einmal durch, dann kann kauen. Aber dann weiß ich doch überhaupt nicht, wie das war. Mal einmal alle durch, dann könnt ihr auch von mir noch hier Frikandel nehmen für eine zweite Runde. Boah. In der Zeit werde ich mal hier Nummer 2 vorbereiten. Also, kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Oh ja, von der Konsistenz allein die 2. Ja, muss ich auch noch mal. Ach, direkt alle jetzt in einem. Ah, okay. Ja, gut. Dann komm. Ich muss auch direkt aufschreiben, das ist Quatsch, so nacheinander. Wie gesagt, wenn ihr noch ein Stück Frikandel braucht, hier. Ich muss nochmal komplett von vorne anfangen, leider. Ich auch. Ärgerlich.
ja, überhaupt nichts gebracht hat. Ich muss das wirklich nochmal von vorne probieren. Mhm. Ah, der heizt auf. Also ihr schreibt nicht auf? Muss ich jetzt. Ich muss nochmal neu. Ja, ich hab geschrieben. So, solange die da tasten, ich bereite gerade Frikandel Nummer 2 für die lieben Leute da vorne vor. Das Ding ist, das ist unser zweites Tasting und das ist wirklich, das ist das Champions League Finale von allen. Ja, auf jeden Fall. Remo, wenn es um Remo geht, da ist wirklich wichtig. Vor allem da noch Kombinationen rausschmecken, da musst du ja auch wirklich auf alles achten. Was, kann man schon so sagen, welche Remo und was man am besten findet? Ja, rein. Ja, ich meine, der also ich muss ehrlich sagen, ich finde mit großem Abstand am besten Remoulade 3. Ja. Weil die so leicht süßlich auch irgendwie noch mit dabei ist. Nee, ja. So nicht. Aber bei dir, ja, bei dir sind die... Bei meinem Glauben ist nicht so fein, muss ich ehrlich sagen, 1, 2, 3 zu unterscheiden. Bei 1 oder? Ist direkt so, weiß nicht. Das ist von den 3, die relativ ähnlich sind, die schlechteste. Aber auf 4 müssen wir gar nicht reden. Die kommt. Halt ja, 1 ist ja noch. Und bevor ich das jetzt niederschreibe, weil ich niederschreiben will, muss ich noch einmal da rein da. Ja, ich kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe die 1 noch nicht probiert, da muss ich aber mich beeilen. Ja. So, ich bin, glaube ich, kurz davor, Höchstnote zu verteilen. Scheiße, ey, das ist doch... Bei mir... Auf Platz 1 in der Gesamtwertung, Remu plus Frikandel, also beide, der Gesamtgeschmack. Erster Platz, Frikandel 2 mit Remu 4, 9,1. Tatsächlich. Das ist ein richtiger Ausreißer bei ihm. Ist eine absolute Top-Leistung. Warte, Remu 4 auf Frikandel 2. Da habe ich auch eine höhere Bewertung gegeben, aber das ist nicht die Top-Bewertung. Nee, weil Jan ist ja eine klare 9,1. Das ist krass. Da habe ich eine 7,9 gegeben. Ja. Da wurde irgendeine Geschmacksknospe in das Maul erweckt. Quasi. Ja, genau richtig getroffen, im richtigen Winkel auch. Ja. Das hat sich einfach direkt vermischt, der Geschmack. Du kannst aber aufdecken, Remo Nummer 4. Ich finde es krass, dass du hier... Dinger mit 6 und 3 und so verteilt hast. Ja, klar. So, danke für Nummer 4, Tobi. Das war sowas von klar. War ein bisschen Spoiler-Alarm. Das heißt, offen und geheimnis, ja. Sagen wir so. War ein bisschen Spoiler-Alarm, weil wir hatten zu wenig davon. Hätte ich mal die große Packung gekauft. Das muss man aber schon das mal so mussten wir mit anrühren, mit dem ersten Haufen hin und hier hingehauen hast. Das ist so eine Remoulade, die hast du im Kühlschrank, die liegt einfach in diesem Fach genau, oben in der Tür. Ja, genau da. Und das wird getroffen oder so, wie es mal. Hinter diesem Zitronensirup, ja. in der Zitrone war drin ist, dahinter steckt das. Neben der Voltaren liegt. So, also. Wollt ihr jetzt die schlechteste Frikandel aufdenken? Und dann haben wir auf ganz am Ende den Platz 1. Ja, die Remo. Frikandel, so können wir machen. Die schlacht jetzt wirklich die einzelne Frikandel, die schlechteste. Ja, okay, können wir, habe ich auch. Bei mir die Frikandel Nummer 1. Mit? Schlechteste? Ja. Bei mir auch, Frikandel 1, schlechteste. War das so? Bei mir ist die 2, also Frikandel 2 ist die schlechteste, weil ich nämlich das Gefühl hatte, dass die Frikandel 1 einfach nur kalt war und deswegen halt nicht so ansehnlich war. Das ist ein Argument. Ich hab tatsächlich. Also ich war überrascht vom Geschmack, ich fand die irgendwie geil. Und die zweite war im ersten Moment so komisch, deswegen habe ich mich da nicht verirren lassen. Oh, ich sehe schon erstmal. Ja, jetzt kommt ein Ausreißer. Ich habe Frikandel Nummer 3 als schlechteste Frikandel. Oh, ja. Okay. Nee, habe ich auch tatsächlich. Okay. 3. Weil die einfach geschmacklich nicht mitkommen konnte. Was mir gerade aufgefallen ist, wir haben eine Frikandel aus Belgien, wir haben eine Frikandel aus Deutschland und eine Frikandel wirklich aus Holland. Wow. Warte, ich will sagen, die erste ist aus Holland. Die Frikandel Nummer 1, die ich jetzt auflöse? Ja, die ist aus Belgien. Also ich weiß, welche die erste ist. Belgien. Das war die von Beckers. Das ist richtig und die kommt aus Belgien. Boah, das sag ich doch. Welche jetzt? Hast du raus? Das habe ich auch. Ja. Das ist in Deutschland tatsächlich der meistverbreitete Frikandel. Ich war in 4 verschiedenen Läden, in 3 davon gibt es Bäcker zu kaufen. Und das war die schlechteste, meiner Meinung nach. Oder unser aller Meinung nach. Ja, das ist ein Fehler im deutschen System. Das siehst du. Das ist die belgische, sag ich dir doch. Die haben einen bitteren Nachgeschmack. Mhm. So, die habe ich nicht einzeln probiert. Haben wir schlechteste Frikandel und schlechteste Remo haben wir festgelegt. Jetzt kommen wir zum Treppchen. Aber jetzt lösen jetzt wir die schlechteste auf. Remo 1. Nee, die drittschlechteste. Das ist scheinbar eure Büro-Delicato. Das ist Platz 3. Das ist Platz 3.
Ach, Platz 3. Okay. Ja. Dann wird da aber auch umgestellt. Also das ist Remoulade 1. Remoulade 1 ist Delicato. Ja. Ja. Das ist voll und ganz richtig. Wisst ihr, was an der Packung genau richtig ist? Warte. Dass das richtig rumsteht. Weil bei allen anderen ist die so, immer ja. so. Ah, oh, ja. Ah, okay. Das ist richtig gut gemacht. Okay. Geil. Dann haben wir Platz Nummer 3. Stimmt. Bronze Gewinner. Ja, okay. Delicato von Aldi. Ja. Die 1, ne? Ja, ja. Das war die 1. Ich bin echt verwirrt mittlerweile. Ich auch. 1 ist Platz 3 und 4 war die 4. Silber Gewinner. Einfach nur Nummer 2. Ja, wenn ihr möchtet, wir können auch noch eine Frikandel auflösen. Frikandel Silber Gewinner ist die Frikandel Nummer 3. Frikandel Nummer 3 ist... Boah, da kommen wir durcheinander, oder nicht? Holland oder Deutschland? Das ist Deutschland. Deutschland. Die Firma Herrenhaus. Was ist Deutschland jetzt? Die Nummer? Die Frikandel Nummer 3, der Silber Gewinner. Silber Gewinner. Okay, Deutschland. Und das Gesamt? Ist nach original holländischer Rezeptur angeblich. Ja. Ich kann es nicht beurteilen. So, dann ist ja schon bei Frikandel klar, wer der Sieger ist. Holland. Holland. So richtig gehört. Das ist nämlich Mora. Ja. Ja, da muss man einfach auch sagen, das finde ich jetzt geil. Ja. Das finde ich geil, dass Holland auch in ihrer Disziplin gewinnt. Genau. Das stimmt. Ja. So, haben wir das? Sind die Frikandel durch? Aber jetzt noch viel jetzt wichtiger. Kommen wir zu den... Silber. Ich kann, halt zwei, ich kann die ja schon mal hochholen. Das mag man doch nicht. Jetzt kommen wir zu den Silbergewinner. Die Remo Nummer 2. Was denkt ihr denn, ist Remo Nummer 2? Boah, ich feiere das. Ich glaube, Kania. Ich glaube, auch das Jahr gewinnt. Remo Nummer 2, ganz klar. Kania. Die von, was ist das? Kania. Von Lidl. Also, wir haben hier Lidl und wir haben hier Rewe Eigenmarke. Lidl 2, ja. Jahr 1. Was sagt ihr oder Remo? Platz. Ja, ist Platz 1. Ja, in der Gesamtwertung bei mir ist halt umgedreht, aber ja, dann... Ich glaube auch, dass, dass die süßliche ist. Ja, dann solltet ihr einfach eurer Lieblingsfirma mal treu bleiben, weil Remo Nummer 3 kommt aus dem Hause Lidl und ist Remo Nummer 2. Geil aber! Ach, okay, das ist sehr heftig. Sehr nice. Geil! Lidl gewonnen. Gibt es immer mehr Grund, zu Lidl zu gehen. Ja, dann, also klare Kaufempfehlung hier. Ja. Auf zu Lidl. Ja. Wir sind leider nicht gesponsert, aber meldet euch bei uns, bei euch. Wir machen gerne Werbung. Geil. Das stimmt wirklich. Okay, jetzt kommen wir zu der besten Mischung. Da der Jan ja darauf eigentlich sich... Ich dachte, das wäre die Disziplin. ...drauf konzentriert hat. Ja, ich dachte, das wäre die Disziplin. Ja, war ja auch. Aber also deine Lieblingsmischung sehe ich schon. Meine Lieblingsmischung ist Platz, ist Frikandel Nummer 1 mit Remo Platz Nummer 4 zusammen. Also Frikandel 2 mit 4. Wenn ihr sehen wollt, Jans. Nee, Frikandel 1 mit Remo Nummer 4. Frikandel 2, einfach die zweite Frikandel. Frikandel-Sieger, genau. Ist das ja, der Holländer. Der Holländer mit Tomi. Das ist deine Kombination, Jan. Also, ne? Jans Favorite. Ja, okay. So, mein Favorite. Gibt Tomi nicht auch bei dem? Boah, jetzt bin ich komplett, jetzt bin ich gestresst. Nee, mein Favorite, kannst du die Frikandel direkt lassen. Hat auch gewonnen. War 2, ne? Mit Remo Sieger. Remo Sieger. Kaya. Ja, das ist meine Kumpel. Also, du hast wirklich das Sieger-Duo auch als bestes Duo, ne? So. Krass. Das ist geil. Aber jetzt mal im Ernst, es macht überhaupt keinen Sinn, die so zu labeln. Das ist komisch. Wer stellt die denn so im Kühlschrank? Macht die anders im Regal? Ja, natürlich. Ja. Ja, ne? Nein, ich hab die stehen noch nicht falsch rum im Regal. Hat noch einer diese Kombination? Ich hab die alle gekauft, die standen alle so. Da bin ich quasi die Zunge des Volkes. Ja, die Zunge des Volkes. Geil. Ja. Ja. Genau, Frikandel Nummer 3, die deutsche, mit Remo Nummer 3. Also schön die Lieder. Das Sieger. Genau. Ja. Auch gute Kombi. Die deutsche war irgendwie anders. Die hat ganz anders geschmeckt, die Frikandel. Ja. Genau, aber der Sieger ist bei mir die dritte Frikandel mit Remoulade Nummer 2. Die deutsche? Das ist ganz komisch irgendwie, die Mischung. Aber die Mischung, das ist die deutsche. Welche? Ah, auch die deutsche. Ja. Die deutsche Frikandel mit der Remo. Ich sage ja zu deutsche Frikandel. Quasi. Genau, das ist die Mischung. So, meine ist Frikandel 2. In Kombination mit Remoulade 3. Ah, auch mit der 3 ist auch. Ach so, krass. Ja. Dann bist du auch. Ja, wahrscheinlich ganz und deswegen gewonnen, wa? Ja. Aber das Gute, was man ja daran jetzt auch an der Diskussion und an dem Tasting hier mitgekriegt hat, gelernt hat, es steht Weihnachten vor der Tür. Solltet ihr irgendwie für Weihnachten ins Ausland reisen, habt ihr eigentlich das perfekte Geschenk.
Remoulade. Gibt es nämlich nirgendwo anders so richtig. Freut sich mit Sicherheit jeder Haushalt drüber. Ja, und wir haben gelernt, dass Remoulade, jede Remoulade ihren Einsatzzweck hat und ihre Daseinsberechtigung. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir das rausgestellt haben. Gut, dann schönen Abend, danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal.